Hallo und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers, gestrandet im Weltraum. Heute wieder mit dabei der Shadow Skulls hier in seinem zarten, schwarzen. Hallo Shadow. Einen wunderschönen guten Tag hier von Big Mama. Ich mach mal lieber das Licht aus, das kostet alles unnötig Strom. Und ja, ich, wie du sehen kannst, stehe schön in Parkposition, genauso wie Emma. Das letzte Mal hat es ja irgendwie bei dir rumgebackt. Ja, das sehen die Leute bei mir in der Folge, definitiv. Das war ein bisschen ängstigend, aber wenn das so hier aussieht, dann ist doch das alles schick. Jo, jetzt müssen wir dann natürlich anfangen, dass wir hier dann noch die Tore mit einbauen, die dann quasi zum Auf- und Zumachen gehen. Dann müssen wir hier noch so eine kleine Leiter oder sowas herbauen, dass man oben natürlich raufsteigen kann. Und Andockfüße hätte ich ganz gerne gemacht, damit wir da ganz normal andocken können. Ne? Also so von Anfang. Genau. Andotzen, andocken, dotzen, ducken, dotzen, decken, dotschen. So, Pama, Obacht. Wir brauchen jetzt ein paar Blasting Doors, und zwar die Teile und die Teile. Und dann fange ich schon mal an, hier wie ein großer zu setzen. Und ich mache das, was ich jede Folge mache. Ich steige mal in die Emma und ja, schau mal, was du da quasi machst. Und werde natürlich gleich dann anfangen zu schweißen. Willst du die in einem Stück machen, oder? Nicht so wie die ganz rechts, wo beschränkt ist quasi. Wir können das auf zwei machen, da es ja relativ hohe Tore sind, aber ich fahre Big Mama mal eben schnell aus dem Gefahrenbereich. Ja, das ist vielleicht besser. So, nicht, dass die Tür noch in Big Mama einrastet. Eher andersrum. Nö, die stand. Boah, du, ich habe definitiv gerade einen Ohrwurm, das ist ganz schlimm. Ach ja. Ja. Schrecklich sowas. So, warte mal, das sind 1, 2, 3. Dann machen wir nochmal ein. Und noch ein. Wenn das jetzt wieder so geht wie mit den Säulen. Oh, und noch ein. Ach oh, komm, noch ein. Und noch ein. Und. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Das sind ja jetzt 2, 4, 6. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier wären es dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 und 7 kann man lassen. Gut, dann setze ich hier mal munter vor mich hin. So, in der Theorie sollten wir beim Auffahren auch nichts beschädigen. In der Theorie, ja. Das werden wir dann mal sehen. So, dann machen wir das so. Aber wir sind ja Ingenieure, also alles gut. Ja, durchaus. Wenn was kaputt ist, dann ingenieuren wir das einfach wieder ganz. Richtig. So, lass mal sehen. Hoch, tief, hoch, tief. So, der müsste eigentlich passen. Genau. Hoch. Tief. Ein hoher und ein tiefer. Die machen wir so. Ja, vom Design her kann man das, denke ich, mal so lassen, halbwegs. Vorsicht, Schweißarbeiten. Jo, das kennen wir ja schon, wenn du mich einfach mal zu Tode schweißt. Ach was, so oft war das doch noch gar nicht. Oft genug für meinen Geschmack. Ach, jetzt hab dich nicht so. So. Ich schau mal gerade wegen den Abständen, aber die schauen recht gut aus. Oh recht nein. Geringes Spaltmaß. Mir fehlen wieder Stahlplatten. Schon wieder. Wie schaut's denn eigentlich in der Produktion aus? Ich geh mal rüber. Ja, du, ich bin ja auch gerade auf dem Weg. Kann ich dir alsbald sagen. Ja. Was denn? So. Produktion. Hattest du gerade was gesagt, lieber Shadow? Weil ansonsten hätte ich dich wieder nur abgehackt mitbekommen. Ich habe nur Produktion gesagt. Ah, okay. Produktion. So, der Sechser braucht Gedöns. Das schmeiße ich mal eben schnell rüber. Der Sechser, das ist der Neuner.
Achter, der Sechser. So, das tun wir mal hier rein. Der braucht nichts mehr. Zack. So. So, also ich habe auch wieder ein paar Stahlplatten dabei. Dann geht's los. Jo, die Produktion läuft auch wieder an. Hui! ich würde sagen, vor jeder Folge könnte ich ja quasi, während du dem Spiel beitrittst, offscreen die Sachen in der Raffinerie mal ein bisschen sortieren. Ja, das könnte man wohl machen, ne? Das. Du meinst vor jeder Aufnahmesession, oder? Jo. Ja, das denke ich. Werden uns die Zuschauer verzeihen, wenn sie das nicht miterleben dürfen. Ja, weil dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht, weil jetzt ist in jedem Fertigungsroboter ein bisschen Hickhack und ja, unübersichtlich. Ja, das stimmt. Das funktioniert? Naja. Genug rumgeblödelt. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Steuerkonsole. Huch, hier ist ja noch gar keine Schwerkraft. Wer macht denn sowas? Ja, stimmt. Wir haben das geklaute Raumschiff zerflext haben. Mittendrin auf. Das ist nur ein bisschen doof. Du klangst jetzt lustig. Ich klang jetzt lustig? Ja. Was kam denn noch bei dir an? Ich meinte, wie man in der letzten, eine der letzten Folgen gesehen hat, hört es ja mittendrin auf bei dem Zerflexen des letzten Raumschiffes. Jo. Interne Panzerung, hast du sowas an Bord? Boah, ich guck mal, warte. Interne Panzerung, wie sieht denn die nochmal aus? Hast du, hab ich schon. Hab ich schon. Dann ist ja gut, dann kann ich ja weitermachen. Und er macht wieder mal das, was er am besten kann, nämlich Sachen klauen aus direktem. Aus meinem Besitz quasi. Aber das kann er ja. So. Jetzt ist die Frage, ob sonst die Konsole dann vielleicht abschert. Ich hoffe nicht. Ja, wie gesagt, dann ingenieuren wir das wieder ganz. Also. Ja, zur Not müssen wir es ein Stückchen versetzen. So, die Farbgebung machen wir dann später. Ah, vielleicht, dass ich ein Stückchen nach links muss mit dem Tor, aber das schauen wir dann mal. Da ist ein Business Shipment! Oha! Ob ich das wohl klauen sollte? Ich weiß es nicht. Der liebe Shadow das klauen sollte? Der Shadow klaut gerne Sachen. Ich schmeiß die mal schnell mein ganzes Zeug noch ins Inventar, nicht, dass es mich wegbläst. Oh, könnte eventuell sein. So, Material ist drin, dann schaue ich mir das Business Shipment mal schnell an. CC. So, Trägheitsdämpfer sind aus, ich gebe Gas. Ach, das ist doch schon wieder so ein Sonnensegler, das Business Shipment, oder? Könnte sein, aber eventuell diesmal ohne Bewaffnung. Aber wenn man die schreien hört, dann weiß der Zuschauer auch, dass der Shadow gerade mal wieder gestorben ist. Ja, wenn es mal wieder so ein gibt. Genau, oder? Innen drin beim Motor habe ich noch eine Steuerkonsole gesetzt. Die bitte auch mal fertig machen. Innen drin beim Motor, ich sehe nicht. Also quasi, wenn du von außen nach innen rein... Ja, okay. Hab ich schon. Gucken, ob ich sie fertig kriege mit dem, was wir an Bord haben. Oh ja. So, mich hat bis jetzt noch nichts erfasst. Das ist schon mal ganz schön. Hab noch 2.500. Ich bin ja klein. So, jetzt. 1000 Meter sinkend. Ich starre wie gebannt auf den roten Punkt und hoffe, dass du gleich nicht vor Angst wieder schreist.
Also mich hat nichts erfasst und... Doch. Nein, nein, mich beschießen sie nicht. Ich bin auf der guten Seite gerade. Ah, okay. So, als erstes Trägheitsdämpfer wieder aus. Die waren aus? Nee, ich habe sie zwischendurch mal wieder angemacht. Ach so. So, ich bin schon mal drin. Ah, und schaut ganz gut aus. Ach, die Konsole ist ja noch nicht programmiert. Das ist ja... So, ich schweiß mich hier gerade durch die Tür. Ich habe mir immer noch nicht angeguckt, wie das mit diesem Hacken funktionieren soll. Mit dem was? Hacken. Mit dem Hacken. Ach so, ja. Stimmt, wolltest du ja mal machen, hast du in der letzten Folge gesagt. Böser Shadow. Hat sich das nicht angeguckt. Naja, habe ich was für morgen zu tun, weißt du? Ja, richtig. Oh, ich bin gerade gestorben. Warum? Ja, weil ich mir meinen Spaß erlauben wollte. Von oberhalb unseres Fahrstuhls runtergehüpft bin und im letzten Moment quasi total cool den Jetpack anmachen wollte. Ja, ja. Dann kam die Latenz. Ja, naja, die gar nicht mal. Es war halt echt einfach zu spät. Also. Naja, aber ich hatte nichts im Inventar. Ich schieb meine Leiche jetzt quasi ab in den Orbit. Okay, also wir haben wieder das Problem, dass die Geschütztürme aktiv sind und ich keinen Zugriff drauf bekomme. Dasselbe wie beim letzten Mal quasi, dass wir es wegflexen müssen. Ja, durchaus. Ich komme einfach mal ein Stückchen dran geflogen. Ach, hast du schon quasi Zugriff aufs Cockpit oder wie? Ja. Ja, dann komm doch einfach mal ein bisschen näher und dann komme ich auf dich zu und dann... Ja, das, du weißt ja, das ist nicht das schnellste Schiff hier, ne? Ja, aber wenn es dann abgeht, dann geht's ab, ne? So, ja, das also, ist schwer mit dem Bremsen. Ah, ich komme dir mal entgegen. Ich bin noch ungefähr 7000... Achso, du siehst ja das Rote, ne? Ja, ich habe 6,63, 6,0, 5,5. So, wenn du direkt 5. von vorne auf mich zukommst, dann erfassen dich die Geschütze auch nicht. Drei. Wenn man so aufeinander... Was sagst du? Wenn man so aufeinander zufliegt, geht das schon ganz schön schnell mit der Entfernung. Ja, aber ich glaube, ich bremse mal langsam. 800. So. Und ich habe gebremst. Und ich komme ran. Bin direkt von vorne dran. Gut, dann müssen wir als erstes die Sonnenkollektoren wegflexen. Aber geh in Deckung, die zielen nämlich auf dich, die sehen dich nur noch nicht. Nur bis unter dem blauen Strich, ne? Unter den roten. Unter den roten, nur, alles klar. Der blaue ist quasi der die Fraktion. Ach so. Oh, der ist schon weg. So, ich schau mal, was ich von hier an Schaden anrichten kann. Oh. Komme ich vielleicht von unten an die Geschütztürme? Da vorne ist einer. Geschützturm 1 außer Betrieb. So, wo ist der zweite? Da hinten. Warte mal, vielleicht kriege ich den auch noch. Jetzt ist er eh außer Betrieb, weil alle Sonnensegel außer Betrieb sind. Sehr schön, warte, ich guck mal. Zumindest halt die Triebwerke keinen. Nein, er ist noch aktiv. Er ist noch aktiv. Hast du die Triebwerke einfach nur ausgemacht, oder? Ich habe den Reaktor ausgeschalten. Ach so. So, wenn ich jetzt wieder anmache. Okay. Es ist aus. Flex mal bitte das hintere Geschütz noch weg. Ja, warte.
Ich kann es ja mal kurz anmachen, dass du siehst, wo es ist. Also ich sehe es gerade wirklich nicht, aber Hoch, hoch, hoch. Lass es bitte aus. So, warte, ich navigiere dich. Wo bist du? Ah, ich sehe es, ich sehe es. Da ist er. Na. Oh, ich bin schon fett voll. Also ich müsste mal was abpacken. Geht hier leider nicht, weil wir keine Zugriffe haben. Tja, dann verlieren wir jetzt was. Das ist egal. So, passt. So, oh, möchtest nein. du mit einsteigen oder fliegst du selber? Wo kann ich denn mit einsteigen? Von hinten, hinten am Hintern. Ja, ich bin unterwegs. So, dann geht's los. Oh ja. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder. So wie es immer ist. Hauptsache, du fällst nicht hinten raus. Nee, das versuche ich zu verhindern. Jetzt backst du gerade an der Seite ein bisschen rum. Ja, ich bin hier irgendwo in so einem... Ach, du hast dich an der Seite reingemacht, ne? Ja. Ja, dann lasse ich dich mal fliegen. Kommst du nach, sagst du? Ja. Okay, du bist eh schneller wie ich, bis ich auf Geschwindigkeit bin. Ja, ich... Gerade fliegst du mir weg. So. Hast du eigentlich einen Timer gestartet? Nein, hatte ich nicht. Das ist ja toll. Du auch nicht? Nö. Aber egal, wir fliegen damit jetzt noch bis zur Plattform und dann fahren wir das Tor noch ein bisschen und dann, ja. Richtig. Und dann ist auch die erste Folge rum, auch wenn sie kürzer oder länger ist. Wir können es euch nicht sagen da draußen. Aber, ach doch, so ungefähr. Ja. Doch, so ungefähr habe ich's. Okay. So, ich beginne natürlich wieder so ungefähr einen Kilometer vor der Plattform zu bremsen. Nein, früher. Wir wissen, wie das letzte Mal geendet ist. Was ist denn eigentlich das da? Ach, das ist unsere Station. Da will ich doch hin. Bremsen. So, Bremsvorgang eingeleitet. Vordere Triebwerke voller Schub. Okay, können noch ein bisschen Gas geben. Sind weit genug weg. Das ist cool, wenn man direkt von oben auf unsere Station drauf fliegt. Dann sieht das echt cool aus. Das ist eigentlich unten. Ist ja, ach, oder? Dann ist, nee, das ist hier oben. Da ist der Fahrstuhl zu sehen und alles. Stimmt, das ist oben. Ui. Alter. Ich sollte den Trägheitsdämpfer vorher anmachen, bevor ich loslasse und zu nah an die Basis rankomme. Das war wieder... Passt du auf Emma auf? Ja. Da ist genug Platz. Da kannst du noch mit dem Sternkreuzer durch. Alter, ich bringe die Emma mal ran, dass wir die wieder beladen können quasi. Ach, ich würde das Schiff jetzt erstmal hier stehen lassen. Halt, ich mach's vorher aus. Stimmt. Ist eine gute Idee. Kann er da stehen, dann wollen wir noch ein bisschen Tore fahren, haben wir gesagt. Da. So. Nehmen wir auch in der nächsten Folge mal einen Schwerkraftgenerator in Angriff. Können wir machen, den bauen wir dann irgendwo hier hinten dann in die Ecke. Beziehungsweise richtig. Ich kann ja schon mal hinsetzen, dann kannst du ja vielleicht schon mal schnell anschweißen, meinst du? Ja. Wie wär's denn, wenn wir den... hier hinten? Da? Nee, ich glaube, da drüben ist besser. Setzen wir ihn mal hier. So, na dann, Freunde, machen wir uns mal drauf und dran, dass wir hier ein bisschen was machen. Komponenten für Schwerkraftgenerator, die stelle ich mal schnell her. Achso, was ist das für eine Bay? 1, 2, Bay 3 ist das. Müssten wir vielleicht sogar noch welche haben. Bay 3, umkehren. So, kannst du vorne mal gucken, bitte? Ich hab Angst. Ja, warte. Ich mach mir erst so schnell die 6 Komponenten Schwerkraftgenerator. Jo. Die Angst, hat natürlich, Angst. Die natürlich nicht hergestellt. Weil du kommst gerade ein bisschen abgehackt. Jetzt wieder gut. Ich komme gerade ein bisschen abgehackt. Ja. Naja, gut.
Wird hier wieder einer das Internet angeschmissen haben und sich Heimatfilme angucken. Eieiei, das ist aber auch schlimm. So, ich komm gucken, ich bin unterwegs. Da Okay. komme ich schon, warte. Machst du nach außen auf, ne? Wenn du mir die Einstellungen so durchgegeben hast, dann geht das nach außen aus, ja? Bist du Hallo? gerade gegen das Ding geflogen? Ja, ich kann mich aber auch nicht Dann bewegen gerade. mach doch mal dein Jetpack Oh. an. Tja, Leute, das passiert auch mal dem Shadow. So, also fertig. Ja. Daumen drücken. Ja, Daumen drücken. Ah! Ich hab's Oh, gesehen. ja, okay, er hat schnell genug reagiert. So, mal schnell schweißen. Gut, da muss ich noch ein bisschen Feintuning betreiben. Von hier aus komme ich auch allgemein rein, oder? Sehr schön. Bay 3. So. So, 0 mm. Jetzt müsste es dann gehen, aber jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen Reparaturarbeiten ingenieren. Ingenieuren. So, ich fange von unten an. Ach ne, du auch, oder? Aha. Weiß ich nicht, ich mache hier allgemein gerade. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Halt. Hast du die andere Seite gemacht? Nee, nur Oh, was halb. ist denn hier los? Warte. Alter, da fehlt aber ein ganz schönes Stück. Ah ja, Schwund ist immer. Ja, der ist gut. So. So, nächster Test. Ja. Ah, stopp. Wo hängt's denn jetzt? Beidseitig, oder? Ja, beidseitig. Beidseitig kaputt. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Da haben sie schon extra die Blastdoors mit eingefügt, weil die ein bisschen kleiner sind und dann kommst du damit nicht durch. Das ist jetzt natürlich nicht so erfreulich. Nee, müssen wir vielleicht seitlich aufgehende Türen bauen? Ja, Also. das ist quasi das, was sich jetzt nicht vermeiden lässt. Warte, ich schau noch mal. Aber du kannst doch hier prinzipiell durchgucken. Naja, fast. Wie ist denn die andere Seite? Ich wollte gerade sagen, nicht wirklich, ne? Da ist auch recht stramm. Lass mal nachdenken. Nee, das funktioniert so auch nicht, wie ich es mir gerade gedacht habe. Ach, warte mal. Mir kommt noch ein Gedanke. Kannst du die seitlichen nicht auch mit diesen Blastdoors machen? Die komplette. Nee, das nicht, aber mir kommt gerade ein ganz anderer Gedanke. Helf mir mal schnell, die Seiten wegzuflexen, bitte. So, aber wenn wir die drehen, also die Dinger, dann können wir das Ding ein Stückchen weiter rausfahren und dann müsste es auf beiden Seiten klappen. Also so denke ich mir das jetzt gerade. So, jetzt pass Obacht. Hier oben schaut es halt doof aus. Gewöhnungsbedürftig. So ein bisschen. Hier unten geht keiner hin. Na gut, dann drehen wir den auch noch so. Ah, aber dann schaut ihr wieder raus. Gut, dann testen wir das mal schnell so.
Nee, das wird, glaube ich, auch nichts. Außer. Jo. Wir flexen die Seite auch mal schnell weg. Alter, die fressen aber auch Material, die Dinger. Ja, ich würde sagen, wir Nice. flexen das jetzt noch fix weg und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, oder? Ja, denke ich auch. Jo, na dann, Freunde, bis zum nächsten Versuch bei den Torcrashern. Ja, ne, die Torcrasher zum nächsten Versuch. Von mir schon mal ein Tschüssi. Jo, tschüss.